Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal des Hundes. Wir sind wieder back am Start mit Jens Benz auf Grand RP und liebe Leute, heute gibt es was ganz Besonderes, denn Grand RP hat ein fettes Update rausgebracht. Es gibt viele Neuerungen, die werden wir uns heute anschauen. Auf jeden Fall Leute, wenn ihr das nicht wusstet, lasst es komplett kostenlos ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Wir schauen uns heute mal alles an und ich hoffe, ich werde auf jeden Fall davon begeistert sein. So, ich werde heute dann noch abgeholt von jemandem. Da müssen wir nur gucken, ob die uns jetzt abholen oder nicht. Weil die führen uns heute ein bisschen rum und zeigen uns die ganzen schönen Sachen. Ja gut, dann mache ich mal in der Zwischenzeit ein bisschen Breakdance. Haben wir damals schön geübt als Jens Benz. Sag mal, aber das ist neu, oder? Ist das neue Breakdancen? Also ich habe das noch nie gesehen, dass man Breakdance machen kann hier auf diesem Server. Aber gut, scheint neu zu sein. Bin mir aber unsicher. Anscheinend gibt es auch neue Emotes. Ich kann mal gucken. Gibt's neue Emotes? Einzigartig? Robotertanz? Also das, also ich bin mir sehr sicher. Den Salsa? Konnte man immer schon Salsa tanzen? Nee, ich glaube, das ist neu. Ich glaube, die haben neue... die haben neue Tänze. Die denken auch, ich bin komplett bescheuert, ne? Guten Tag, es ist mein Uber. Ja, guten Tag. Guten Tag, Herr Benz. Guten Tag. Was sind Sie denn? Herr Benz, seien Sie gegrüßt. Ich habe eigentlich Herr Uber bestellt. Sind Sie mein Uber? Ah, nicht ganz. Mein Name ist Tion und wir sind vom Senat beauftragt worden, Sie heute ein bisschen durch die Stadt zu führen. Ach, Sie sind es vom Senat. Ach so, hallo Herz. Richtig. Schön, dass ich Sie mal kennenlerne. Guten Tag. Ja gut, dann schauen wir uns das mal an, ne? Genau, ich würd vorschlagen, ich habe heute auch einen Wagen mitgebracht. Wir nehmen mal meinen Wagen heute. Ihr Lamborghini ist zwar ein sehr schöner in der Farbe, aber ich denke, mehr Platz und mehr Komfort bietet heute doch unser Fahrzeug. Wie gesagt, machen Sie es gemütlich. Ich bin ja beauftragt worden, Ihnen heute die Neuigkeiten der Stadt zu zeigen. Ich weiß nicht, ob Sie die Zeitung schon gelesen haben oder auf Ihrem Handy ein Video gesehen haben, aber ich zeige Ihnen heute so ein bisschen die Neuigkeiten der Stadt und ich würde vorschlagen, eine der größten Neuigkeiten bzw. Komplexe, die wir haben, ist das neue Shopping Center. Und da fahren wir mal als erstes hin. Da kann ich Ihnen ein bisschen mal was zeigen. Dann. Jawohl, perfekt. Ja, machen wir das so. Ich muss mal gucken, wie ich da jetzt am besten rankomme für Sie, die ungestört sind. Also das mit ungestört hat echt schon mal toll funktioniert. Ja, Sie fahren auf der falschen Straßenseite, ne? Schauen Sie mal bitte auf meine Brust. Und? Jo, was sagt Ihnen das? Gar nichts. Gut, dann stelle ich mich vor. Mein Name ist Tune, neben mir die Frau Miller und wir sind vom Senat. Aha, und das erlaubt Ihnen die Regeln, der falschen Straßenseite zu fahren oder was? Das ist so richtig, Herr Twister. Glaube ich Ihnen, ne? Ja, dann rufen Sie mal bitte Ihren Chief. Ich glaube, der sieht das nicht, dass Sie da einen Ausweis haben. Ja klar, sehe ich schon, aber Sie können auch trotzdem, auch wenn Sie es dürften, jetzt mal blöd gesagt, können Sie trotzdem auf der richtigen Seite fahren. Könnte ich, muss ich aber nicht, Herr Twister. Na gut, dann schönen Tag noch. Für Sie auch, danke Ihnen. Danke. Boah, ich glaube, der hat heute den falschen Schuh gefrühstückt oder irgendwas. Also. Einen schlechten Tag, oder? Unglaublich. Ja, ich glaube auch, ne? Voila Film heute. So, Herr Benz, wollen wir mal reinschauen? Also, solange wir doch keine Rauchgasvergiftung kriegen, gerne rein, ne? Stimmt, Sie haben recht, es brennt noch, das habe ich nicht gesehen. Oh, ich weiß ja nicht, vielleicht brennen da drüben jetzt nur die Dinger hier, diese ist ja vielleicht an der Raum oder so, aber ich weiß nicht, dass wir da drin irgendwie keine Ordnung mehr haben oder so, keine Luft oder so wird. Jetzt ist besser. Ja, vom Senat. Ich würde gerne mal Ihren Ausweis sehen, Mann. Nein. Dann Ihren Dienstausweis. Das denke ich weniger. Dann hat mein Chief gesagt, soll ich Ihnen Handschellen anlegen, ne? Dann, wenn Sie das tun, Herr Twister, kann ich Ihnen schon mal versprechen, wird es Konsequenzen für Sie geben. Ja, wie gesagt, er sagte mir, darf er nicht. Ich soll mir einen Ausweis zeigen lassen, wegen dem Namen. Rufen oder mir Sie einen Namen den Chief sofort hierher und nehmen Sie mir sofort die Handschellen ab. Wie kommt man denn ich höre nicht, nee. Der will mir seinen Namen nicht sagen, den Ausweis nicht zeigen, Dienstausweis nicht. Der hat gerade den Admin festgenommen. Der hat gerade den Admin festgenommen. Der wird sowas von gefeuert. Der wird gefeuert. Ja, kannst du kurz herkommen zu der Mall? Er soll sofort herkommen. Und glaube ich, dann nimmt der einfach den vom Senat fest. Ich glaube, das gibt eine Degradierung. Ja. Ich rieche das schon. Spenden für die Casino-Sucht soll ich. Eine Spende sichert das Leben eines Hundes. Spenden Sie jetzt. Für einen Tierschutz mache ich gern. Dankeschön. Aber doch nicht für Casino, du. Hol dich einen anständigen Job und geht arbeiten und dann geht nicht ins Casino und verspielt nicht alles. Unglaublich. Das ist, by the way, Leute, das ist eine Neuerung. Man kann jetzt betteln gehen und auf sein Schild Sachen draufschreiben, für was man das Geld braucht. Lange Rede, kurzer Sinn. Herr Benz, Frau Miller, das Gebäude brennt leider noch. Ich schlage mal vor, dass wir erstmal weiterziehen. Ja, machen wir so. Perfekt. So, Leute, hier, wir sind jetzt beim neuen
Gebäude, das neue Staatsgebäude. Und da kommen wir jetzt erstmal rein. Das schauen wir uns jetzt mal an. Aber wie Sie schon sehen, Herr Benz, Bauarbeiten sind vollendet. Ja, und das Schöne ist, es brennt ja nicht. Das ist das Schöne. Ja. Ich kann hier endlich auch rein, wo es nicht brennt. Ja, so ist das. Herr Benz, war da nicht irgendwas? Ihre Stimme kommt mir so bekannt vor. Ja, ich bin Herr Benz. Ach, Grüße, Grüße. Wie geht's denn? Sie hatten ja letztens so ein bisschen Magen-Darm-Probleme, glaube ich, ne? Ja, da hatte ich echt, das war der Fisch, der verdorbene, da war ich, der Fisch, genau. Ja, ja, genau. Boah, da hat's mich ganz schön zerschallert, doch, bist du Debit. Geht's jetzt wieder, oder? Ja, 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 jetzt, aber ich hab noch ein bisschen Fisch dabei, also wenn Sie noch einen wollen, ne, ich hab noch einen da. Den sollten Sie vielleicht mal langsam loswerden. Der ist wahrscheinlich immer noch von der Party über. Ja, und Sie mal gebratener Karpfen habe ich dabei und 62 Stück gebratener Barsch. Ich glaube, das war der Barsch, der so, wo die Salmonellen noch drin waren, ich glaube, das war der Barsch. Was möchten Sie denn? Ich möchte den, Herr Benz ist ja ein besonderer Bürger der Stadt und dem möchte ich ganz gerne das neue Regierungsgebäude zeigen mit Justiz und allem, was dazugehört. Okay, werde ich so weitergeben. Sind Sie so nett, das wäre lieb. Ach so, man darf hier doch nirgends überall rein, gell? Muss ja, es ist ja letztendlich das Regierungsgebäude so. Ja, und deswegen stehen ja auch die netten Herren hier, die ihren Job halt sehr gut auch machen. Ja, natürlich, da müssen wir schon gucken, ne? Dann dürfen Sie. Perfekt, Frau Hart, dann vielen Dank, ja. Gerne. So, Herr Benz, Frau Hart, darf ich Sie vielleicht, haben Sie was vor? Haben Sie vielleicht Lust, uns vielleicht ein bisschen rumzuführen? Kann ich gerne machen. Das wäre nett, wenn Sie uns das neue Gebäude mal zeigen. Da freut sich sicherlich auch der Herr Benz. Ja, natürlich. Bip, 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 bip. Ich mache nur Spaß. Alles gut. Und das ist auf jeden Fall sehr schick, also schicker als davor. Ja, definitiv. Ja. Das ist richtig schick. Oh, das ist ja riesig. Äußerst schick geworden. Das hat ja da einen dritten Stock. Ich habe gehört, der hat eine Neuerung. Man kann, glaube ich, Versicherung jetzt kaufen, oder? Schauen wir mal. Ich habe eine gehört. Lebensversicherung wäre beim Alter sehr nicht schlecht. Eine Lebensversicherung, ja. Ich glaube, Hausversicherung kann man neu kaufen. Eine Hausratsversicherung. Ja, ich glaube, das ist neu. Wo ist denn der, damit wir den Herrn Benz mal den neuen Justiztrakt zeigen können? Wo ist der denn? Also wo die Richter, Staatsanwälte, Anwälte sind, die uns treffen. Kommen Sie doch einfach mal mit. Ich habe mich ja schon ein bisschen umgeguckt hier. Ne? Ah. Sie einfach mit. Da gibt es sogar direkt einen Saal, ja? Oh, das ist, da ist doch Herr Richter zu Hause, ne? Das sieht so aus. Herr Benz, wollen Sie... Ah, nee, das ist nicht der Richter. Ist das der Richtertisch oder der... Das doch ist klar, doch was neue, ist denn sonst hier? Ja, doch. Ach so, rede ich jetzt laut? Hallo? Sind Sie jetzt Richter, ja? Ja, ich kann ja voll laut reden, wenn ich da Bock drauf hab. Ich mach mal ein bisschen Platz hier. Welcher Mikrofon? Oh, das hört man durch den ganzen Saal. Das ist mir aber peinlich. Ups. Ja, das sieht doch mal schick aus. Ja doch, das gefällt mir hier. Doch, doch. Also, das hat ja auf jeden Fall was, möchte ich mal behaupten, oder? Ja, nur sitzen würde ich ja sehr ungern, ne? Ja, es kommt drauf an, wo, ne? Ja, nur ich sag mal, das ist immer ein Aufwand, wenn man wen anklagt. Ich hab mal wen angeklagt, weil der auf meinem Rasen hat ja mal, ich sag mal, eine gewisse Spur hinterlassen. Okay. Den habe ich mal angezeigt, das war mein Nachbar. Das war der Herr John. Und den habe ich angezeigt und dann ging das vor Gericht. Und ich sag so, dem Richter war das zu blöd. Der hat dann gesagt, wissen Sie was, das müssen Sie unter sich klären, wenn ihr vor Ihnen den Rasen kackt. Sag ich mal so, wie es ist, ne? Dem war das ja etwas zu blöd. Deshalb ist es Zeitverschwendung manchmal. So die Kleinigkeiten, ne? Ja, verstehe. Ja. Aber ich freue mich auf die vielen Verfahren, die dann hier demnächst stattfinden. Ja, hoffe ich doch, ne? Ja, das ist sehr schick hier. Ja, ich denke doch schon. Also in dem Saal. Ach, also, sehr modern. Das ist aber sehr modern gehalten hier, ne? Ja. Ja, sehr schlicht und modern. So muss sein. Wo geht's denn hier links? Besprechungsraum vom Richter oder was? Aber ich guck mal. Na, so sieht's dann aus, ne? Bei mir doch, halt schick. Doof, weil ich so lange Haare habe, ne? Aber ja, das sieht aber komisch bei Ihnen aus. Ja, wegen den Haaren, ne? Aber Sie sehen trotzdem gut aus. Das ist mal ein geiles Outfit, ja, das Richter, gefällt mir. Der braucht das ja. Das hat nicht jeder so eine Robe mit zum Outfit. Das ist mal geil. Echt schön gemacht. Da können gerne mal weitergehen, ne? So Governor Büro und so weiter, ne? Ja, das sind immer so die wichtigsten Dinge. Das ist ja riesig hier. Also und hier ist das quasi nochmal, die drei Büros nur spiegelverkehrt, ne? Wirklich und, das Büro? Ist dann halt auch dieses hier wird dann, wie gesagt, eins von den beiden ist für den Gouverneur und das hier ist dann für die Vizegouverneurin, ne, für die Frau Moretti. Dann können ja gerne reingehen, aber es ist genau wie drüben, ne? Ist auch ein... Ja, ist eigentlich dasselbe, ne, wie drüben. Genau, genau. So, und da haben wir noch eine Etage gekriegt jetzt, ne? Vorher noch eine Etage? Zwei. Ja, wir haben jetzt eine dritte Etage bekommen, ne? Da können wir jetzt auch nochmal hingehen, ne? Und was ist dann ganz oben? Also ich habe gedacht, ganz oben ist der Bürgermeister, so. Ne, ganz oben ist tatsächlich der USSS ansässig, ne? Ja, sehr schön. Galerie.
Kann man ja, unten unterschauen. Aber eine geschlossene Galerie. Das ist ja auch schick. Die Türen bleiben immer auf, das ist einfach nur ein Durchgang, ne? Dass man hier durchlaufen kann. Ich hoffe, ja, der Rundgang hat gefallen und man kennt sich jetzt ein bisschen aus, ne? Ja, vielen Dank. Sehr gut. Ich würde vorschlagen, Herr Benz, was halten Sie von der neuen Kirche? Ja, die können wir uns angucken, die neue ganz, Kirche. Ich würde gerne vorschlagen, wir werfen einfach nur einen ganz, ganz kurzen Blick rein, weil die ist auch neu gestaltet worden, wie ich vom Pastor gehört habe. Ist vielleicht interessant. Ich war nämlich immer vor der Kirche damals und da war nur so, vor dem Eingang stand wer, da konnte man heiraten. Also jetzt kann man reingehen in die Kirche, sich nicht mehr zu. Richtig. Das ist schön, also das gucken wir uns aber an. Ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Help me. Oh Gott. Oh, nein. Oh mein Gott. Oh, ich einmal so schief, guck dir dann gleich wieder angefahren, ne? Mir geht's gut. Laufen Sie doch nicht so auf die Straße. Ja, ich hab's heute ein bisschen eilig. Wissen Sie, was alles klar. Meine? Brauchen Sie einen Arzt? Brauchen Sie irgendwas? Nee, das passt. Okay, ich danke Ihnen. Sehr gerne. Oh, cool. Und da kann man jetzt endlich mal. Jetzt haben die nicht mehr verschlossene Tore. Das ist schön. Ja, das bin ich mal gespannt. Ich war schon lange nicht mal in so einer Kirche drin. Ja, das ist mal eine Kirche, du. Das hat doch was, oder? Ja, das hätte auf alle Fälle was, aber hallo. Kann man endlich richtig Hochzeiten. Wie hoch das Ganze hier ist. Ja, bist du Debit? Oh, ich kann mich scheiden lassen. Ich bin ja gar nicht verheiratet, weil die war schon hier. Was kann man hier? Trauerfeiern abhalten für sein Trauerfeiern? Haustier. Ui, fürs Haustier, okay. Es gibt ja jetzt ganz neue Haustiere. Oh, da will ich aber eins haben, du. Guck da mal bitte auf andere. Und da siehst du, gibt es ab heute jeden Freitag, Samstag und Sonntag kann man sich Tiere ersteigern. Ganz unterschiedliche. Katzen, Hunde, Schweine, Alter. Hühner, Panda. Hundi. Alles mögliche. Und anders komme ich nicht an so ein Tier, ne? Anders kommst du nicht an so ein Tier. Das heißt, ich muss bei einer Versteigerung mitmachen. Das kostet dann wie viel? 5 Millionen? Kommt drauf an, für was es ersteigert wird, ne? Aber es gibt jetzt Tiere. Ganz drauf an, für was es ist. Ich will einen Schieber haben. Ich sorg mal für ein Haustier. Ach, Sie kriegen ein Haustier, oder wie? Nein, ich sorg für Sie für ein Haustier. Ach, das ist super. Die Regierung hat uns noch weitere neue Dinge zur Verfügung gestellt, lieber Herr Benz. Und zwar gibt es bei uns immer den, ich nenne ihn lieb eigentlich immer Ferienpass, der heißt ja aber Battle Pass. Battle Pass klingt immer so mit der Faust oben drauf. Für mich ist das der Ferien, Familien City Pass, nenne ich ihn einfach mal. Und der ist auch neu, der ist heute ausgeliefert worden an die Bürger. Ja. Und wenn du da mal guckst unter deinem M-Tablet, findest du den Battle Pass Summer. Und oh, sehe ich gerade. Da gibt es viele neue Dinge. Oh, tatsächlich? Okay, und da kann man sich auch einkaufen, sehe ich gerade. Das gucken wir mal hier. Genau. Kann man kaufen, muss man nicht. Weil desto mehr du natürlich wach bist, also wenn du früher aufstehst und später schlafen gehst, umso mehr belohnt das der Ferien-City-Battle-Pass. Oh, Holope. Der belohnt das dann halt letztendlich und du kannst ja auch mal auf die Masken dann halt klicken, dann siehst du, was es für Masken halt gibt, die man dann halt bekommen kann. Oder wenn du ein Strickchen weiter gehst, was es für ein Zubehör halt gibt. Also es gibt ganz, ganz tolle Ketten, es gibt Ohrhörer. Es gibt neue Kleidung, ganz, ganz tolle Schuhe, Markenkleidung, Badehosen cool. Passen natürlich für den Sommer. Oder wenn man sich halt anschaut, es gibt da auch später dann noch ein Auto, was man halt bekommen kann. Wach sein wird hier belohnt, was aber nicht heißt, dass man bis ins Koma wach bleiben sollte, sondern Schlaf ist schon wichtig. Ja, natürlich, natürlich. Aber ich habe gesehen, gibt's gute Sachen. Ja, und wenn wir schon mal bei neuen Sachen für die Bürger halt sind, wir haben keine Kosten und Mühe gespart und im Hafen, da wo die Container geliefert werden, Herr Benz, dafür Sorge getragen, dass wir dort mehr Container zur Verfügung stellen können. Und auch im M-Menü, im M-Tablet unter Shop, bei den Preisbehältern, sprich bei den Containern, gibt es neue Container, die die Bürger erhalten können mit der Grandcoin-Währung. Und das Geilste daran ist, es sind viele, viele neue Neon-Fahrzeuge dabei. Oh, ich sehe die gerade, ja. Ich probiere mal mein Glück hier. Warten Sie mal ganz kurz. Machen Sie das. Ja, ich probiere mal mein Glück jetzt. Gucken wir mal, wer am Gewinn. Alter, neue Animation, wie cool. Man hört sich übrigens nicht, Herr Benz. Ja, nee, ich spiele auch gerade mit dem Automaten. Da geben sie nicht so viel aus, ne? Nee, ich mache gerade ein paar Container auf. Ist dann schon was Gutes geliefert worden im Hafen? Ja, 300.000 Ocken. Ja, gut, wir wollen aber ein Auto. Doch, so ist es, ne? Okay. Ja, ich will das Ding jetzt haben. Neonautos. 800.000! Haben sie nur 300 Ocken, ja?
Ja, ne, ich hab grad 800.000 hier bekommen. 800.000? Boah! Aber wissen Sie, wenn es. Wissen Sie, was das Gute ist? Die 800.000 können Sie in Ihren Garten investieren, damit endlich. Oh, das stimmt. Oh, die werden investiert. Wenn die Decke wegkommt und ein bisschen mehr Rasen. Ja, ne, das wird investiert. Leider kein Auto gezogen, aber 800.000 Ocken. Genug. Bringen Sie mal bitte auf Überprüfe deine Zahlung. Ich habe Ihnen gerade ein paar Grand Coins überwiesen. Haben Sie das gerade? Wollen Sie? Oh ja. Oh, tatsächlich? Ja, probieren Sie doch mal, ob Sie ein Neonfahrzeug kriegen. 10, 15, 7, 12. Ich probiere das Ding hier für 12, Alter. Der sieht doch geil aus. Den hole ich mir. Den 12i. Das sind nämlich die neuen Autos, nicht der GTR. 300.000. Jetzt kann ich aber durchprobieren, ne, bis ich den hier kriege. Jetzt habe ich genug Grand Coins. Ja, jetzt wird aber gesuchtet hier, das sage ich euch. Jetzt wird aber gesuchtet. 1 Million? Ach komm, den holen wir uns den Wagen. Den holen wir uns. Gönn einen Rolls, please. I need it. Please, I need it. Ich möchte auch so flexen wie die anderen Kinder. Bitte. 800.000, Alter. Bitte. Und die blöde Kuh tanzt da die ganze Zeit. Die freut sich, wenn ich hier verliere. Schau mal, wie sie sich freut hier rechts. Sie weiß so ganz genau, dass ich wieder kein Rolls ziehe. Guck, 200.000. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Der Preis wurde in die Garage geschickt. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh, 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 das habe ich verdient. Ja, dafür, dass du so lange. Aber du hast. Aber sie haben einen, ja? Ich hab einen. Ich hab einen Rolls gezogen. Einen Neon Rolls habe ich jetzt. Nein. Nice. Jetzt freue ich mich. Dann können wir den auch gleich angehen, weil das Gute ist, ja. Ja, wenn es gibt bei der Garage auch eine Neuigkeit, aber machen wir gleich. Ja, ja, machen wir gleich. Ich hab mir den Hund geschickt. Wo ist der denn, der Dackel? Der Dackel ist gut. Schauen Sie mal, den müssen Sie erst per Pfeife rufen. Oh, per Pfeife muss ich. Warten Sie, ich probier mal. Ich hab da einen Käfig, ne? Soll ich den einfach mal nehmen? Ach so! Ach, hallo! Oh, ist der süß! Ja, hallo, wer bist denn du? Eieiei. Wollen wir den Hund einen Namen geben oder? Ja. Das dann mal anders mal ausgedrückt? Ja, nee, ich würde dir gleich einen Namen geben, den Hundi. Fahren wir da hin. Ja, das machen wir jetzt auf jeden Fall. Oh, Leute, jetzt geben wir unserem Hund. Für unseren Hund, aber da kann ich das hier verwenden und dann gebe ich dem jetzt hier einen Namen oder wie darf ich das? Ich möchte den Namen des Haustieres ändern. Wie nennen wir den hier? Muscle Davis? Wie können wir unseren Hund nennen? Das wäre ja lustig. Den Rainer. Komm, Rainer, komm. Also, komm, Rainer, komm her. Nur Wochenende immer im Auktionshaus. Komm, Rainer, komm. Das ist ein schöner Süßi. Ist ein Süßer, ne? Wir haben gerade benannt, das ist ganz frischer, frischer Welpe, das ist Rainer. Aber er schreit nicht, alles gut. Der ist auch ganz zahm. Oha. Geh, du kleiner Süßer, du. Ja, wer ist ein kleiner Süßer? Oh, ich kann mir Sitz, komm, Rainer, Sitz, komm. Mach Sitz, komm. Nö. Ja, Rainer mag noch nicht, kann noch nicht Sitz machen, der ist noch, ja, noch ein bisschen unerzogen. Maragoni! Und ich hab schon Maragoni gelesen, oh, ich hab schon ein bisschen Hunger, du. Ja, Herr Benz, da aber noch Hundefutter kaufen, ne? Bitte, was? Hundefutter. Aber muss ich den noch füllen? Ach, ich denke, irgendwann wird der ja bestimmt auch hungrig sein. Ja, das kann sein. Stimmung ist gerade neutral. Wir sind ja dann happy, wenn man dem was zum Fressen gibt. Ja, aber wo krieg ich den Hundefutter her? Ich denke, auf dem 24/7 Laden kriegen wir bestimmt welche. Ja, da müssen wir mal einkaufen gehen, mal lieber Scheiße, aber ganz schnell. Nicht, dass er uns hier noch verhungert. Das vielleicht mal tun, genau. Ja, nicht, dass er uns verhungert. Gucken wir gleich mal, ne? Ja, ich guck mal, ob der beliefert wurde oder nicht. Können wir ja gucken, ne? Guten Tag. Why, hello? Ach, da ist das Neue. Pappe und Filzstift. Das kaufe ich auf jeden Fall. So, und dann gibt es hier Hundefutter, haben sie gesagt. Aber ich weiß nicht, ob es hier das gibt. Die haben kein Hundefutter hier. Ah doch, Hundefutter hier. Hier ist so, ich bin komplett Blindfisch wieder mal. So, ist aber Hundefutter. Gucken wir gleich mal. Perfekt. Aber. Ja, genau, bitte. Erstmal den Hund füttern. Ja. Oh ne, wie fütter ich jetzt? Gesehen, dass die 24/7 schon beliefert wurden. Ich glaube, ich krieg gerade die Dose nicht auf. Ich glaube aber auch, der futtert immer im Käfig. Oh, das könnte sein, ja. Das könnte sein. Der Vorzeit, oh, Entschuldigung. Ach du. Oh, tut mir leid. Ja, geh mal in die Ecke. Ich will nur meinen Hund füttern. Ja, was ist denn los? Vielleicht ist er ja auch müde. Ja, das kann sein, ne? Jetzt gucken wir uns mal das neue Auto-Menü an. So, ich möchte einen Blick auf meine Stellplätze werfen. Ja, das ist noch immer so wie davor mit den Stellplätzen. Aber das ist jetzt neu. Ah, okay. Also man kann jetzt seine Fahrzeuge per Bild sich angucken. Jetzt sehe ich zum ersten Mal eigentlich meine Fahrzeuge so, wie ich sie noch nie gesehen habe. Da ist mein Rolls-Royce, den ich gerade vorhin gewonnen habe. Das Krasse ist ja, man kann jetzt, wenn man Favoriten hat, die Favoriten hinzufügen. Also jetzt sagt man Rolls, die gefällt mir am meisten. Dann kannst du über Favoriten gehen oder Legendär gibt es auch. Legendäre Fahrzeuge, okay. Gehe ich hier rein und dann kann ich das hier einfach auswählen, ne? Dann kann ich hier bieten den Platz. Also das ist geil.
Wenn man jetzt auf alles auf einen Blick sehen kann, so, der müsste jetzt. Der Standort ist auf der Karte markiert. Okay, der ist hier hinten. Die Stellplätze waren ja irgendwie komplett anders davor. Ach, da ist mein Neon-Auto, guck. Ja, guck. Da ist mein Neon-Mobil. Das ist heftig, Bruder. Das ist heftig. Ich meine, ich würde in Real Life niemals so ein Auto fahren. Aber ey, es ist. Aua. Es ist trotzdem heftig. Ich meine, wir fahren Rosie mit Neon-Akzenten. Das sieht halt aus so straight out of Hot Wheels irgendwie. Sollen wir trotzdem reingehen? Guck mal, die gehen hier alle rein, als wäre nix. Wollen wir trotzdem gucken, trotz Feuer? Ja, wir können ja trotzdem reingucken. Schau mal, die gehen ja hier auch alle rein und gucken. Und das ist das neue Einkaufszentrum. Bank zur Verfügung? Aha, gleich eine Bank, ja. Ich wollte eh gerade was einzahlen, ich guck gleich mal. Aber am Bankangestellten, da muss ich keine Fees zahlen. Gut doch. So, erstmal Bargeld einzahlen. Bargeld einzahlen, ich habe nämlich zwar. Ach, zwar immer mal 20 Millionen, ich habe irgendwie 20 Millionen dabei. Kontostand. Ah, die habe ich jetzt. Ich habe jetzt 200.000 eingezahlt, kann das sein, ja. Mit 20, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, 20 Millionen wollte ich einzahlen. So, geht doch. Dann haben wir nochmal 7 Millionen, bar auf Kralle. 5 Millionen einzahlen. So, jetzt haben wir es. Oh, das ist schick, ja. Das ist schick. Oh, Catwalk? Was ist das denn? Ja, moin, wir haben ja einfach einen Catwalk. Ja, das ist mal. Das ist mal schön hier. Bodenschau. Ah, ja. Da kannst du echt nicht schön im Rundschirm machen, ne? Oh, da geht sogar Backstage, oh, guck! Oh, da geht sogar Backstage, oh, da ist Umkleide. Das ist echt cool. Ah, hier brennt's hinten. Die war voll geil. Ah, ich gucke mal schon hier oben eine Runde. Hier ist ein Friseurladen. Hier ist eine Bank, da waren wir. Da ist eine Stage. Wie groß ist die Stage? Nur kleine, aber feine Stage. Oh, und wo der überall hingeht. Ah, hier ist das Tattoo-Studio. Hier kann man sich was stechen lassen. Meetingraum haben wir. Ich will mal unten gucken. Was gibt es unten für schöne Sachen? Außer, dass es hier natürlich brennt, natürlich. Gott sei Dank ist die Feuerwehr gerade da. Und hier brennt es anscheinend öfters. Und hier gibt es dann, wenn die Feuerwehr gerade nicht da ist und das Ding löscht, Aldentes. Clucking Bell gibt es und Burger Shot. Also ganz normale Läden, wo man einkaufen kann. Oh, da gibt es ein Greenscreen-Fotostudio. Das ist geil. Einfach Fotostudio, Bruder. Einfach Fotostudio. Ein Kleidungsladen. Ja, normaler Essensshop halt, ne? So ein 24/7. Ah, da ist der Waffenladen. Cool. Hier ist der Waffenladel. Auch schick, schick. Und was haben wir hier? Ah, hier ist Digital Den. Das ist so ein asiatisches Elektronikgeschäft. Kann man hier was kaufen? Nee, ne? Nee, noch nicht. Noch nicht. Oh, Running Sushi, oder? Wie geil! Running Sushi! Aber das Band läuft nicht. Das Sushi wird alt. Aber das soll Running Sushi sein, ne? Natürlich. Aber das Band läuft ja auch nicht weiter, Leute. Guckt mal. Ja, guckt. Das führt ins Nichts. Aber das ist geil. Running Sushi. Habe ich auch noch nicht gesehen. Geht's hier rein? Ah, hier geht's in die Küche von Running Sushi. Okay. Das ist ja riesig. Wo geht's denn hier rein? Oh, da sind die Toiletten. Oh, schön. Oh, das sind aber die schicksten Toiletten, die ich jemals gesehen habe. Wenn wir das jetzt haben, weil hier gibt es ein neuer, haben Sie ja gesehen, ATM, Bottenshop 427, das ist ja auch keiner geschafft, fahren wir jetzt mal zum neuen Wohnkomplex. Wir haben den Bürgern neue Wohnungen zur Verfügung gestellt. Okay, da fahren wir dahin. Neuer Wohnkomplex kommt also als nächstes. Ich hab ihn eingesetzt. Ach du Scheiße. Und das ist der neue Wohnkomplex, okay. Ich gehe mal Etage 11. Ah, okay, das ist auktionstechnisch, kann man sich da was holen? Das ist cool. Also das ist alles über Auktionsgeschäft hier. Wir kommen hier noch hinfahren. Kann ich noch weiter? Etage 110? Ja, nee, die kann man nur mit der Auktion hier holen, ne? Ja, wie gesagt, also das geht alles über ihr Handy. Dann können sie auf der Auktion mit ersteigern. Ja, so ein schicker Ausblick hier. Gefällt mir schon gut. Die Dame, hallo? Ja. Hallo? Können Sie mal Oha sagen? Oha! Genau das wollte ich hören. Das ist ein Pick-Me-Girl, Oha. Ich kenne das. Ja, ich kenne das. Pick-Me-Girl. Oha! Ja, genau das meine ich. Genau das wollte ich hören. Dankeschön. Wem gehört denn der Hund? Ja, mir. Oh, der ist aber niedlich. Wie heißt er denn? Rainer. Rainer. Ja, weil wenn er bellt, schön. Kann ich sagen, Rainer, hör auf, Rainer, Rainer. Kann ich ja machen, wenn der wenn immer bellt, ne? Der muss das Grundstück das besitzen. Kunde von meinem Grundstück. Oh, warten Sie mal, ich habe eine Idee. Wenn wir schon dabei sind hier mit dem Hund, ich setze mich jetzt einfach hin, ja, ja. Und werde mal mit meinem Hund betteln. Das macht man, dass wir mit dem Hund betteln gehen. So, gucken Sie mal. Spenden Sie Futter für den Hund, bitte. Hundefutter habe ich nicht dabei. Nein, aber Sie sollen Geld spenden für den Hund, dass ich mir Hundefutter leisten kann. Bitte, eine Spende, bitte. Ich bin nämlich arm, wissen Sie, ich habe kein Geld. Oh, Dankeschön, das ist ja nett von Ihnen. Ich habe ein Herz für Tiere, bitteschön. Dankeschön, das ist ja lieb von Ihnen. Jetzt holen wir die Radarpistole raus, oder was? So, eieiei. Schwer, das Scheißding.
Das sieht ja mal geil aus, ja. Das erklärt auch, warum das so schwer ist. Genau. So, Herr, Sie stehen auf der falschen Seite. Ja, ja, ich krieg's mir nur gerade an, das Ding. Ich hab's falsch rum aufgestellt. Nee, das ist richtig rum. Genau. Oh, ich kann's verwenden. Ja, genau. So, was sehen wir jetzt? Oh, jetzt geht's. Okay, perfekt. Oh, sogar so mit Thermalvisier. Ja, genau. Oh, das ist cool. Ich kann ja genau sehen, wo die Leute sind. Da kann ich ja Leute stalken, wenn die in einem Haus sind. Kann ich einfach gucken, was die machen so gerade. Das ja, fahren Sie mal vorbei. Ich hoffe, das geht. Oh, ich hab's gemacht. Hat funktioniert. Mit über 100. Nice. Oh, das ist ja cool. 74, 75. Ja, so, also jetzt funktioniert das Ding, ja. Ja, das ist cool. Ja, ja, das funktioniert doch, das Ding. Ich bin erstaunt. Jawohl, dann Dankeschön. Nee, ich danke Ihnen. Ja, Dankeschön. Ja, kein Problem. Jawohl. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön, ebenfalls. Wiedersehen. Dann haben Sie noch einen schönen Tag, ja? Jo, ebenfalls. Dankeschön. Einen schönen Tag, Herr Bell. Man sieht sich. Dankeschön. Wiedersehen. Alles gut. Bleiben Sie gesund. Ebenfalls. Tschüss. So, Leute. Das waren jetzt die Neuerungen. Die gehen jetzt nach Hause. Wir gehen jetzt nach Hause. Wir haben jetzt alles mal gesehen, was da alles neu ist. Liebe Leute, es ist noch ein bisschen Zeit. Also jetzt sind ja doppelte Grand Coins. Und man bekommt ja jetzt Grand Coins plus das Auto hier unten. Man sieht es ja, hier verbleibende 54 Minuten. Man braucht 30 Stunden Spielzeit, dann bekommt man einfach ein Lexus geschenkt. Also man wird jetzt derzeit echt gut belohnt. Und auch mit den Grand Coins wird man derzeit auch sehr gut belohnt. Also wer Grand Coins farmen möchte, jetzt ist die Zeit dafür. Nur für eine kurze Zeit, genau. Kommen wir mal zurück rein ins Haus. Na, hoffentlich bin ich hier alleine, jawohl. Ist ja jetzt mein Ganghaus. Auf jeden Fall, Leute, schaut vorbei. Grand RP, kann ich euch empfehlen. Viele neue Sachen, viele coole neue Sachen. Ich wünsche euch noch was. Haut rein, ich verabschiede mich. Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Euer Hunde. She loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money. She says she wants my necklace, put her on the...